Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder Goodie. Endlich Sonntag, endlich Zeit für PS4-News. Und wir reden heute über verflucht viel Krempel und fangen an mit Styx. Styx Master of Shadows, besser gesagt Shard of Darkness, so heißt der neue Titel. Der alte Teil war Master of Shadows. Wer es kennt, wird wissen, ist ein cooles Stealth-Game. Ist wirklich nicht schlecht. Aber halt auch nicht wirklich so richtig gut. Also ist ganz schade. Eigentlich ein wirklich mega geiles Stealth-Game mit elendig langen Leveln, die irgendwie tierisch Spaß gemacht haben, wenn es da nicht so ein paar kleine Glitches gegeben hätte. Wenn die KI nicht irgendwie an vielen Stellen versagt hätte, dann wäre Master of Shadows ganz weit oben bei den meisten Leuten in der Top-10-Liste. So leider nicht. Jetzt kommt nächsten Monat Shard of Darkness. Wir sehen erste Bilder im Hintergrund, die uns erklären, ja, das ist Stealth-Action richtig, weil ihr könnt wirklich in Shards of Darkness wirklich komplett im Stealth spielen, ohne einmal nur irgendwie gesehen zu werden. Jedenfalls ist das der Anspruch der Entwickler, dass das möglich ist. Natürlich könnt ihr, wie ihr seht, auch viele andere Mittel einsetzen, um ja, eure Level zu meistern. Ich hoffe wirklich, dass sie ja das, was im Vorgänger alles falsch lief, alles aus dem Ruder gelaufen ist, in Ordnung gebracht haben. Weil wenn sie das in Ordnung gebracht haben, dann wird das ein mega, mega geiler Titel, wirklich, Leute. Also, das ist so ein Ding, hat man gar nicht so unbedingt auf dem Schirm, aber könnte sich tierisch lohnen, wie gesagt, wenn sie es technisch diesmal gemeistert haben. Ich denke, viele von euch, also gerade die Xboxer unter euch, die werden es wahrscheinlich kennen, war mal Games with Gold, der erste Titel Master of Shadows. Ich weiß nicht, ob es schon mal bei PS Plus war. Wenn ja, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Das Ding ist schon richtig cool, aber halt, ja, die kleinen Fehler, die haben einem so ein bisschen die Sache madig gemacht, aber ansonsten ganz toller Titel bereits im März auf der Konsole. A welcoming place. A haven of safety and warmth. Where families meet for laughter. Ja, und damit wir gar nicht so weit in die Ferne schweifen, von wegen März. Wir richten die Augen auf den 24. Januar und sehen dort Resident Evil 7. Und ich hab Schiss beim Gedanken. Darf man den Namen überhaupt aussprechen? Resident Evil? Darf man das so laut sagen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe schon Verfolgungswahn, definitiv, weil das Ding wird bestimmt richtig geil werden. Also die Demo habe ich gefeiert, definitiv. Die Demo war wirklich richtig, richtig geil. Die war richtig böse und auch an dieser Stelle. All die Leute, die da draußen sitzen und PlayStation VR besitzen, ihr habt mein vollstes Mitleid. Weil ihr werdet Resident Evil kaufen, ihr werdet es mit VR spielen und ich glaube, das ist wirklich Horror pur. Also das Ganze auch noch auf der Brille. Wie gesagt, ich hatte schon wirklich, also wie nennt man es so schön, den Stift in der Hose, bei der normalen Version. Und das Ganze dann noch in VR, also da ist Resident Evil, denke ich, boah, richtig, richtig böse. Ich hoffe, dass das Game wirklich so geil wird, wie ich es mir wünsche. Aber wie gesagt, 24.01. ist es soweit, dann werden wir alle mehr davon wissen. Ich bin wahnsinnig gespannt, ob wir endlich wieder richtig geilen AAA-Horror bekommen auf der Konsole. Ja, wo ich mich nicht entscheiden muss, Dishonored 2. Ja, ich liebe das Spiel, nicht umsonst bei mir Titel des Jahres 2016, bester Titel, wirklich Platz Nummer Uno, ging bei mir an Dishonored. Und tja, ich kann nur sagen, wenn Gutes noch besser wird, sie haben ja bereits gebracht den neuen Modus New Game Plus. Mega, mega cool, wirklich mit den Fähigkeiten von Emily und Corvo spielen zu können. Richtig geil, alle Punkte rausballern zu können, macht einen Riesenspaß. Jetzt kommt noch hinzu, Chapter Select, also Kapitelauswahl, war dringend notwendig, auf jeden Fall. Also ganz, ganz schade, dass es das vorher nicht gab. Macht natürlich dann auch ein paar Trophäen zu erlangen einfacher. Und ihr könnt es euch aber auch viel, viel schwerer machen, weil dann kommt auch endlich der anpassbare Schwierigkeitsgrad. Das bedeutet, ihr könnt euch einstellen, was ihr möchtet, wie lange Schlafpfeile wirken, wie viele Gegner kommen, ob ihr speichern dürft, ob ihr ein Permadeath habt. All das wird mit eingebaut in den variabel einstellbaren Schwierigkeitsgrad, kriegt von mir wie immer richtig die Daumen nach oben, finde ich mega geil, das Spiel ist mega geil. Der Patch ist jetzt noch nicht da, soll aber die Tage kommen und ich glaube, das ist ein Grund, sich wieder drauf einzulassen auf Emily und Corvo, die einfach einen mega Spaß bereiten.
Ja, wenn wir schon bei Mega-Spaß sind, wollen wir nicht mit Mega-Spaß aufhören. Titanfall 2. Für wenige Auserwählte der beste Shooter des Jahres 2016. Und bei mir auch nur knapp hinter Battlefield 1 angesiedelt. Wirklich, Titanfall 2 ist geil. Titanfall 2 kriegt Gratis-Inhalte und Titanfall 2 kriegt den nächsten Gratis-Inhalt. Das heißt, Respawn hat schon mal so ein bisschen hervorlugen lassen, was es geben wird. Es kommt ein neuer Spielmodus. Das Ganze nennt sich Live Fire. 6 gegen 6 wird auf der Map gespielt und zwar 60 Sekunden lang, genau 60 Sekunden lang, kleine tödliche Maps und ja, Best of 5 wird gespielt, hört sich wirklich nach viel, viel Action an, wird bestimmt relativ cool, die ganzen Playlisten werden natürlich auch überarbeitet und obendrauf gibt es natürlich halt zwei Maps alleine für Livefire, für den neuen Modus und dann noch eine dritte Map für alle anderen Modi und natürlich, wie gesagt, gratis. Ja, und dann, was wirklich noch fast direkt vor der Tür steht. Ich weiß nicht genau, wie oft wir noch schlafen müssen, bis wir endlich in die Konsole einlegen. Mass Effect Andromeda. Ja, ein kleines bisschen ist es noch hin. Ich wünsche es mir für morgen herbei. Bin weiter ein wenig kritisch, ob es wirklich meine Erwartungen erfüllen wird. Neuen Trailer gab es, oder besser gesagt, aus der Serie gab es was Neues zu sehen. Und zwar die Tempest, also unser Raumschiff. Unser Lustschiff, könnte man genauer genommen sagen. Ja, das Lustschiff, weil auf Twitter wurde jetzt bestätigt, ja, es wird wieder Beziehung geben, ja, es wird eine Menge Sex geben und ja, er wird Bombe. Ja, so ähnlich hat er sich da ausgedrückt auf Twitter, wirklich, also der Sex wird Bombe, das war seine Aussage und wies darauf nochmal hin, dass das Spiel eine Rating M in den USA hat, sprich ab 17 Jahre, aber das hatten die Teile vorher auch, also... Ja, ne, ich sag mal, in den USA wieder Skandale. Unser Eins hofft, dass es Richtung Witcher geht, weil... Sex in Videospielen brauche ich nicht unbedingt, aber wenn er da ist, muss er erwachsen sein. Das war er im Witcher auf jeden Fall in meinen Augen und das ist natürlich gut, wenn das dann auch im Mass Effect so sein wird. Wenn denn schon die Spielmechanik nicht überzeugt, dann wenigstens der Sex. Ob sich das die Entwickler gedacht haben? Ich hoffe, nein. Richtig, ich hoffe natürlich, das Spielkonzept ist um einiges besser als der Sex. The massacre was only the beginning. Who did this to us? Who attacked the tribe? All we can do is pray to the goddess. No. Praying won't save us. So Leute, jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ganz ehrlich, die Bilder gerade. Oder die auch noch im Hintergrund laufen. Bombe, oder? Macht Bock. Macht Bock auf Horizon Zero Dawn. Ich hab wirklich mega Bock drauf. Wie lange werden wir schon gehypt? Ein Jahr? Ein Jahr Minimum, ne? Immer wieder gibt es neue Brocken und jetzt nächsten Monat ist es endlich soweit. Dann kommt Horizon Zero Dawn und ich bin echt gespannt wie ein Flitzebogen. Sagt man das so? Ich glaube, das hat man vor 100 Jahren so gesagt. Dann kann ich das auch jetzt ruhig verwenden, auch wenn das total retro wirkt. Egal. Ich hab's gesagt, da bleibt's drin. Oder ich schneid's. Nein, ich schneide nicht. Also, Horizon Zero Dawn, freut ihr euch drauf? Schreibt mal unten rein eure Meinung. Was erwartet ihr von Horizon Zero Dawn und habt ihr vorbestellt? Wirklich, würde mich interessieren, weil ich bin wirklich wahnsinnig gespannt drauf. Ich habe jetzt auch nicht die mega Erwartungen dran. Ich lasse mich da total überraschen. Würde mich aber natürlich wahnsinnig freuen, wenn ich dann es spiele und denke, oh mein Gott, wie geil. Also wie gesagt, die Bilder sehen Bombe aus. Was wir bisher alles gesehen haben, sah wahnsinnig interessant aus. Aber wie passt das alles zusammen? Dann der Kampf, das Crafting und so weiter und so fort. Wie wird das alles zusammen halt, ja, rund die Geschichte? Ich hoffe wahnsinnig rund, so dass sie uns einfach nur so von den Fingern über den Controller rüberflutscht und wir mega Bock haben in Horizon Zero Dawn. Aber hätte ich heute nicht mal irgendwelche Spiele nehmen können, die ich nicht mag? Ich bin ja hier irgendwie mit so einem Dauergreen gerade verhaftet, habe ich das Gefühl. Assetto Corsa, ja, ich liebe es. Ja, viele lieben es nicht. Ich finde es mega geil. Ich sag's immer wieder, die Strecken sind Bombe, super Sahne und neue Autos. Nachdem ja zum Glück endlich der Porsche-Deal weg ist mit Electronic Arts, können sich auch kleinere Studios Porsche-Lizenzen leisten und das bedeutet, wir kriegen einen Porsche 911 GT3 RS, einen Porsche 718 Spyder RS, einen Cayman GT4, den keine Sau haben will, 718 Boxer S mit Handschaltgetriebe, 718 Boxer S, PDK und bla bla bla. Also wir kriegen Porsches. Porsches ohne Ende nach Assetto Corsa natürlich nicht gratis, sondern zum Kaufen. Ja, ein neues Porsche-Pack ist also unterwegs nach Assetto Corsa und dazu
zusätzlich gibt es noch ein weiteres Pack, und zwar das Red Pack. Da ist der Red Bull Racing Ring oder wie immer das Ding heißt. Ich weiß gar nicht, wo die Strecke ist. Ich weiß nicht, ob die Strecke gut ist. Die ist auf alle Fälle drin enthalten, also eine neue Strecke. Dazu gibt es ein paar Ferraris, Maseratis, Lamborghinis, Aventador, Superveloce. Superveloce? Er hört sich scheiße an, aber könnte voll italienisch sein. Ich weiß es nicht, ob richtig ausgesprochen. Ist egal. Also, zwei Packs für Assetto Corsa. Einmal ganz viel Porsche drin, einmal ganz viele verschiedene Autos. Plus der Red Bull Racing Ring, wo immer er auch sein mag auf diesem Planeten. Dann ist er bei uns auf der PS4. Ja, dann auch wieder Bethesda, eins meiner Lieblingsstudios mit neuen Aussagen. Dafür habe ich die Brille aufgesetzt, weil das ist bei mir auf dem Schirm und das ist klein und das möchte ich hundertprozentig wiedergeben. Und deswegen hat nämlich Pete Hines, Vizepräsident von Bethesda, bekannt gegeben, dass sie nicht auf Remaster stehen. Wir sind ja eine Remaster-Generation. Definitiv habe ich diesmal ganz stark das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es jemals so viele Remaster-Versionen gab wie... Ja, aktuell auf den Konsolen finde ich ehrlich gesagt nicht so schön und das findet der Pete Hines auch nicht so schön. Denn in einem Interview hat er gesagt, es sei nicht ihr Anspruch, Zeit mit den Dingen zu verbringen, die sie bereits in der Vergangenheit gemacht haben. Sie würden ihre Anstrengungen lieber auf neue Spiele oder neue Versionen konzentrieren. Die Definitive Edition von Dishonored und die Skyrim Special Edition sind viel mehr Ausnahmen, sagte er. Das war einfach so, dass aus irgendeinem Grund die Arbeiten an Fallout 4 bereits irgendwie der Sache mit Skyrim und auch Dishonored irgendwie in die Hände gespielt haben, dass es nicht so viel Aufwand war, sie nicht so viel Manpower reinstecken mussten, um die Spiele herauszubringen und deswegen haben sie ausnahmsweise mal Remaster gemacht, sind ja auch gerade im Falle von Skyrim extrem von der Community gewünscht, aber normalerweise nicht ihr Ding und weitere Remaster sind von Bethesda nicht zu erwarten und dafür kriegt Bethesda genau den Goodie Daumen nach oben. Leute, ich bin immer noch nicht fertig. Ich bin immer noch nicht durch, ne? Da steht immer noch mehr Themen, Themen, Themen. Ist heute mega krass viel drin in der Sonne. Wir haben den Turing-Test. Der Turing-Test erscheint am 23.01. Den hat man relativ schnell durchgespielt. Dann müsste man pünktlich zu Resident Evil fertig sein. Ja, wenn man die Nacht durchsuchtet, auf jeden Fall. Turing-Test hat das Potenzial dazu. Ist so eine Art Portal. Ohne an die Genialität heranzukommen, so muss man es definitiv sagen. Aber die Jungs haben vorher gemacht Pneuma Breath of Life und das Ding, ja, das war schön dafür, um Trophäen zu sammeln oder halt Achievement zu sammeln. Und mehr auch nicht. Turing-Test ist da was ganz anderes. Das Ding bietet eine ganze Menge Puzzle. Man muss da mit so einem elektromagnetischen Teil, EMT, ja, das Ding heißt wirklich EMT, deswegen habe ich es auch Teil gesagt, irgendwie hin und her die Energie transferieren, um Türen aufzumachen und da neue Stromkreise zu schließen, um da welche. Ist klasse gemacht. Ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ich glaube, einer der Titel, die am meisten unterschätzt wurden in 2016, wo es bereits auf PC und Xbox kam. Jetzt kommt auch endlich auf die PS4 und Leute, gebt dem Ding eine Chance. Turing-Test macht wirklich Spaß. Wie gesagt, nicht so genial wie Portal. Das auf keinen Fall. Aber die Richtung stimmt auf jeden Fall. So, und dann brauche ich jetzt mal eure Hilfe. Best Games auf der PS4, ne? Ihr kennt ja bestimmt immer diese Werbevideos von Sony, wo die halt am Anfang des Jahres anteasern, was dieses Jahr alles exklusiv erscheinen wird. Und ich habe es leider vorher nicht geschafft, irgendwie die Videos von Sony zu finden, was das Beste in 2016 sein wird. Und das Video aus 2017 habe ich auch nicht wieder gefunden, aber ich habe es gesehen. Und da drin war Detroit Become Human. Glaube ich das Sony? Ich weiß es nicht. Also... Weil GT Sport war auch drin und das war letztes Jahr auch schon drin, ne? Also deswegen, wenn ihr diese Videos irgendwie Links dazu habt oder so, haut mir die nochmal gerne rein in die Kommentare, weil ich glaube, so richtig korrekt ist das immer nicht, was da drin ist, ne? Also die besten Spiele 2016, weiß ich auf alle Fälle, GT Sport war drin, ist jetzt bei 2017 wieder drin und Detroit Become Human ist jetzt bei 2017 drin und ich glaube, das wird auch wieder bei 2018 drin sein. Also das sind so Spiele, die doppeln sich so über die Jahre, da macht man sich, glaube ich, ganz gerne einfach so, oh, dieses Jahr haben wir exklusiv, na, wenn es dann dieses Jahr nicht wurde, dann halt auf alle Fälle im nächsten und wenn da nicht, ja, es kommt ja noch ein weiteres Jahr, ne? So habe ich manchmal das Gefühl, ich finde die Exklusivtitel, muss ich immer sagen, gar nicht so interessant. Gut, ich habe beide Konsolen, ne? Warum soll ich es interessant finden? Kommt es für die PS4, kauf es für die PS4, kommt es für die Xbox, kauf es. Also mir ist das sowas von wurscht, wo dieser Exklusivtitel nun ist. Aber ich fand es einfach schön zu sehen, dass A, Detroit Become Human drin war, weil das würde wirklich bedeuten, der Titel kommt dieses Jahr.
aber ich habe meine Zweifel. Und deswegen, wie gesagt, ich würde gerne mal so alte Videos mal irgendwie so durchgehen und mal schauen, was kam wirklich und was wurde versprochen. Wäre wirklich sehr, sehr interessant. Das sind alle Hersteller gleich, ne? Also das ist jetzt kein Ding gegen Sony oder so, sondern einfach mal gucken, was wird uns denn immer an Tüte Buntes versprochen und was kriegen wir zum Schluss wirklich. Ja, und das war's, Leute. Damit sind wir durch. Das waren sie. Die News zum Wochenende, zum Wochenendende. Genau, richtig. Weil ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren Start in die neue Woche. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich natürlich wahnsinnig darüber freuen. Genau, über die Daumen nach oben, wenn ihr auf den Like-Button klickt, das Video teilt, vielleicht den Kanal abonniert, wenn noch nicht geschehen, weil dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.